Servus Leute, willkommen zu Summoner's War. So, jetzt mache ich mal so einen kleinen Wochenrückblick und Zusammenfassung durch die weniger Videos. Habe ich da ja einiges gemacht die Woche. Also, als allererstes, es sind ja momentan die Dungeons offen, gerade vorhin war noch der Lichtmon-Dungeon, wie auch immer. Ich farm die fleißig. Man kann nie genug von den Dingern haben. An sich habe ich eh sehr, sehr viel gefarmt. Also nicht... Wie heißt denn das dritte? Ich farm ja nicht Faemion. Ich farm ja Schloss Ferun. Genau. Also hier, ich habe gerade... Hier bin ich noch die Orochis am... Also die Orochi Food am vollmachen. Ich habe aber... Meine... Wo versteckt sie sich? Barretta auf 6 Sterne, oder meinen Barretta. Für mich wird das immer, keine Ahnung, ist so ein Ladyboy-Typ, eine Sie sein. Barretta auf 6 Sterne gemacht. Dazu, ich hatte noch 2 Sylphen, die hatte ich auf 5 Sterne gebracht und halt noch die normalen Regenbogenmons, die man da so hat. Auch so vom Ruhen ist halt noch ein Einstieg. Es ist natürlich wieder, beide sind natürlich wieder auf den ersten Skill gegangen. Wie sollte es sonst anders sein? Ruhen ist sie so weitestgehend okay. Die sind noch nicht so prall, die Ruhen. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich spiele sie oder ihn auf Speed, HP, ACC. Will ich hauptsächlich für Tower und fürs Farmen. Also Farben von den Dungeons. Ich spiele in dem den Regenbogen Angelmon Dungeon, wie sie auch immer heißen, Barretta als Leader, Syros hinterher. Dann spiele ich Lucian. Das stimmt gar nicht. Ich spiele Barretta, Syros, dann der weiße Bär, der Amman, einfach durch sein Heal. Dann spiele ich noch, ja doch, Lucian und Chasun. Ein Healer habe ich dabei. Das klappt gut, da komme ich in einer Minute 20 durch, durch so einen Dungeon. Das passt ganz gut. Und halt für TOA ist ein 6-Sterne-Barretta auf jeden Fall sehr gut. TOA bin ich übrigens auf 50 oder so irgendwas. Da, ja, so 58. Ich habe ein bisschen gespielt, ist ja erst seit gestern offen. Oder vorgestern, keine Ahnung. Gucken wir mal, was Belohnung bei 60 ist. 4-Sterne-Regenbogen-Mon ist jetzt nicht so... der Bringer, dass wir das jetzt holen müssten. Jo, und aber bei Stufe 50 hat man 2 mystische gekriegt. In der einen war absolute Mist drin und im anderen war Jean. Ist das Jean? Das ist die Frage. Julian müsste sein, gell? Julian heißt er. Jean ist der Feuer. Julian, okay. Also, Jean. Ich weiß nicht, ob ich Jean bauen soll. Julian. Ich weiß nicht, ob ich Julian bauen soll. Ich bin mir da echt noch nicht sicher. Er hat so einen als dritten Skill, greift alle Feinde 3-mal an. Jeder Angriff hat die Chance von 10%, den Feind eine Runde lang zu betäuben. Halt nur 10% und das alle 6 Runden. Wer einen Julian hat, kann mir gerne mal sagen, ob es wert ist, ihn zu bauen. Aber wenn es jetzt hier um einen reinen Damage-Dealer geht, der halt, ja, er hat einen schönen Speed. Die HP ist halt nicht so prickelnd. Ich meine, da habe ich halt Lucian und Orochi und so Leute noch. Also da bräuchte ich mal Hilfe, ob er sich lohnt für mich zu bauen. Sonst gucke ich gerade, ob sich irgendwas getan hat. Nichts Neues sonst dabei. Jo.
Bereiter im Übrigen mein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6-Sterne-Monster. 9. Und ja, ich denke, der nächste wird halt tatsächlich Orochi sein. Gucken wir mal. Tyrant hätte ich auch noch gerne. Ich habe sehr zwischen Tyrant und Barretta geschwankt. Auf Tyrant sind tatsächlich auch ein paar bessere Runen drauf, die ich jetzt vielleicht beim nächsten Mal auf Barretta dann nehmen werde. Also die jetzt nicht, weil Attack braucht Barretta nicht. Aber das muss man einfach mal gucken, wie ich das mache, dass ich halt für TOA mein Barretta ready ist. So, dann ist heute natürlich der 5-Wunsch-Tag. Oh, Chasun erfolgreich entwickelt. Gratulation dazu. Der 5-Wunsch-Tag und die würde ich sagen, hauen wir mal durch. Ich weiß, es nervt, wenn ich es jedes Mal sage, aber ich habe immer noch kein Monster rausgekriegt. Bei 5 Wünschen könnte ja mal was kommen. Ich rechne mit 10.015. Das hier, ja, das hier wären die 10.000 mit Sicherheit. Oh, wie überraschend. Die denke ich, werde ich dreimal kriegen. Einmal die Flügel und einmal die 15 Gems. Oh ne, hier die 15 Energie. Bin ich mir. So, guck mal, das werden jetzt wahrscheinlich die Flügel werden. Ach, ich wusste es doch. Ah, 5 Arena-Einladungen ist jetzt heute gar nicht verkehrt, weil wir gehen auch gleich nochmal in die Arena. Ich bin nur, glaube ich, bei 1400 Punkten. So viel gar nicht gespielt, die Arena. Oh, das gibt mal was anderes. Nein, ein Feld. Okay, 15 Gems, sehr nett. So, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ob was Vernünftiges dabei rumkommt? Nein, das waren wieder 10.000. Welche Überraschung. Und der letzte Wunsch, der wäre Energie. Es tut mir leid, das Random-Glücksrad ist nicht random. Das ist total verarsche. Oh, das gibt sogar wieder 15 Gems. Ja, wow. Aber trotzdem ist es total verarsche. Wir haben nichts mehr zu wünschen. Ich möchte auch nicht für 20 Kristalle mir etwas kaufen. So. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe, dass wir keine mystischen. Ich habe 60 von 100 legendäre, 30 von 50. Jo, Kristalle auch ein bisschen gespart. Dann GZ, GZ für. Turm der Prüfung. Auch von uns haben schon Leute. Der Mattes hat Turm der Prüfung 100 Grad geschafft. Bin letztes Mal ein 80er hängen geblieben. Bin gespannt, wie es diesmal aussieht. So. Wir machen nicht Turm der Prüfung weiter. Wir machen hier weiter. Ich habe 1396 Punkte. Bräuchte jetzt ja wieder für die wöchentliche Belohnung 1400. Das hier ist ja immer so Top 10.000, so weit weg von der Erreichbarkeit. So, wir suchen uns halt trotzdem halbwegs schöne Gegner. Das ist so an sich das Deck, wie ich es auch spiele. Er hat halt Doppel-Stun drin. Doppel-Heal. Probieren wir mal. Ich hätte natürlich für den Speed auch Barretta jetzt mal reinnehmen können. Er ist noch nicht so gut, aber er ist halt auch nicht schlecht. Okay, nur Kumar ist. Nee, jetzt ist Kumar und Chasun gestunt. Oh, seine Chasun kann aber gar nichts. Die würde ich eigentlich jetzt sehr gern töten. Ich hoffe nicht, dass Bella sein Heal macht. Seine resistet. Gleicht sich an. Mal gucken. Ah, Vero wird gleich die Dots removen.
Aber der hat auch gar nicht so viel HP. Hier brauche ich keinen Heal. Ich nehme mal Chasun noch ein bisschen HP weg. Jetzt kannst du sterben. Ja, sehr schön. Mein Vero geht es aber auch nicht so gut. Wir nehmen aber mal seinen raus. Jetzt Heal. Okay, der Gegner ist jetzt in dem Bereich, wo man gemütlich Autoplay machen kann. Seine Runen sind nicht so gut. Halt vielleicht auf Tyron. So. Gut, der erste. Mal gucken, wen wir, ob wir noch weitere gute Gegner finden. Ich wollte ja eigentlich mutiger spielen, aber Trevor ist so ein Angstgegner von mir. Das können wir mal probieren. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass mein Vero der schnellere ist. Und ihn dann einfach stunne. Ja, mein Vero ist sogar deutlich. Also deutlich ist jetzt übertrieben, aber gut. Dafür hat mein Vero nicht gestunt, also nur die Höllendame. Schade, dass Chasun gestunt ist wegen dem. Jetzt mache ich mal Chasun ein bisschen Leben weg. Jetzt versuchen wir nochmal zu stunnen. Hat wieder nicht so wirklich geklappt. Alle sind so angeschlagen. Ich weiß nicht, wie sie heißt, die Schwester von Beth. Beth ist die Wasser, das ist so das einzige. Karaka ist, glaube ich, die Feuer. Oder ist Beth die Feuer? Also Karaka ist, glaube ich, die dunkle und Beth könnte auch die Feuer. Nein, ich glaube, die blaue ist Beth. Aber ist auch egal. Ich habe keine Höllendame. Und das hat sich hier auch schon erledigt. Ich habe auch einige andere Teamzusammenstellungen gerade jetzt auf dem Weg, bis ich die 1400 Punkte gemacht hatte, probiert. Man weiß halt nie, wie stark sein Lucian ist, gell? Ich denke jetzt auch mal, dass durch den Speed-Buff ist er halt höher, aber bei mir haben alle recht viel HP, dass ich meist einen Lucian-Angriff überstehe. Jetzt sind natürlich mein Damage-Dealer gestunt, aber sein Lucian war gar nicht so schnell und sein Tyron. Tja, was machen wir hier? Ich meine, Lucian, was ist denn mit Syros los? Er hat so keinen Bock gerade. Kumar ist als nächstes noch mit dran. Darum gehe ich mal gegen Lucian und hoffe einfach, dass Kumar dick raushaut. Hat er aber nicht genug. Aber jetzt langt's. Ich mag mittlerweile, also mein Arena-Team, also sie sind auch mittlerweile alle gut geruhnt. Ich weiß, besser geht's immer, es gibt bessere Runen. Ein paar Sachen kann man noch anders machen, aber das hier ist jetzt so gerade. Hier kann ich auch schon Autoplay machen. alles recht schön vernünftig. Ich weiß gar nicht, warum Cyrus so keinen Bock hat heute. Und sich immer stunnen lässt. So, das war's. Komm, da können wir noch. Da können wir noch 1418. Wie heißt sie? Raki.
Was macht denn Araki? Erhöht die Angriffskraft verbündeter Monster um 44% in der Arena. Puh, gucken wir erstmal uns einen anderen an. Okay, Affenkönig Kumacha Sun ist jetzt auch nicht mein Liebster, weil ein guter Theo haut sehr, sehr derbe rein. Camilla, okay. Wir haben noch Zeit, wir können gemütlich noch aktualisieren. Okay. Mkay. Huahi. Praha. Syros. Lumi. Der war ein bisschen faul diesmal. Also den greifen wir an. Verrat. Wie viel macht denn Verrat? Auch 33 wie mein Vero. Aber den greifen wir an. Ich überlege nur, ob ich irgendwas ändern sollte. Wegen der nervigen. Ja, sie ist ja noch nicht so hochgeruhnt, die Rina. Die Rina ist on the top von der nervigsten Monster. Mal gucken. Alle gestunt. Nisch, aber fast. Gut. Also ich denke mal, Kumar regelt jetzt schon mal mindestens die beiden in der Mitte. Halt, die Wassermonster bleiben stehen. Ich gehe auf Rina, weil die hat ja noch ihren Heal dabei. Verrat. Ja, kann schon nerven. Also gerade einfach, weil ich halt hier den Wassernachteil habe. Oder besser gesagt, den Feuernachteil. Der hat aber nicht viel HP. Komm, töte deinen Drachenbruder. So, hier machen wir jetzt Auto. Ich weiß, ich hätte meine Praha mitnehmen können, ich hätte Bella mitnehmen können als Remover, aber das Deck läuft halt einfach gut und meine Praha hat halt noch keine Fertigkeiten. Huh. Miyang. Hier sind halt drei Wasser dabei. Lumi. Na komm. Wir probieren mal, ob da mein Deck noch langt. Die Frage, ob ich Orochi mitnehme oder Wind habe ich halt echt wenig. Ja, komm, dann darf. Hier und wir hauen noch Speed drauf. Gucken wir mal, ob wir so überleben können. Und sein Theo ist nur 5 Sterne. Was so die Miyang raushaut, das weiß ich nicht. Ich meine, hier genau, ich wollte gerade sagen, ich kenne Kuai, was sie raushauen kann. Darum denke ich, muss man vor Miyang auch ein bisschen Respekt haben. Aber. Erhöht die Verteidigung und Crit-Rate. Das machen wir mal. Und dann gucken wir mal, was so Lucian Lust hat rauszuhauen. Wir gehen direkt auf Miyang. Noch einmal. Lumi stört mich gerade. Die hat wirklich wahrscheinlich sehr viel HP. Und sein Theo ist noch nicht so. Oh, hey, meine Fresse. Blöde Lumi. Alle drei Runden kann die voll healen. Also ist die Frage, ob sie schon voll gebufft ist. Und Chasun dabei. Also ich denke jetzt nicht, dass da so prall viel Damage noch kommt.
Aber. Ah, sehr schön. Jetzt machen wir Auto. Mal gucken. Okay. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen so gehen, weil sie sich ja gegenseitig heilen können. Lumi heilt Shasun, Shasun oder sich oder Shasun, Shasun gleicht an. Ne, sehr schön. Sehr schön. Das lief doch gut. Also, wie gesagt, ich habe verschiedene Decks probiert. Also gerade solche Winddecks, Feuerdecks, Wasserdecks. Wobei Wasserdecks sind bei mir nicht so gut, weil ich nicht so viel gute Wasser-Attacker habe. Aber einfach mal, um zu testen, was ich damit so erreichen kann, dass wenn halt wirklich einer voll irgendwas halt spielt, dass ich ein Gegendeck habe. Ich weiß nicht, ob ein Ammann unbedingt hier. Ob ein Ammann unbedingt in die Arena gehört. Okay, das war was, was ich nicht wollte. Also Tier mit Lumi und Praha. Müsste ich wieder ein Windteam spielen. Wobei, wir könnten. Ich meine, wie viel HP wird sein Syros haben? Ich habe halt den Elementnachteil, wenn ich so spiele. Gucken wir hier nochmal, ob hier irgendwas dabei war, was wir schlagen können. Brain, ein voller Theo. Hätte ich mit dem Deck. Naja, da die Zeit auch schon immer Sutre und Fuko. Naja. Komm, wir aktualisieren noch einmal, auch wenn. Oh. Die Zeit ist schon sehr. Ein Kampf machen wir noch. Mit einem rausgesuchten Gegner. Wo bin ich denn gerade? 1430. Auch schön. Gegen den wollte ich auch nicht zwingend ran. Komm, gib mir noch einen guten. Komm, irgendeiner wird doch angreifbar sein. Na dann. Nehmen wir. Zwei Wasser halt wieder dabei. Kann ich nicht mein Best Deck? Hier ist Barretta. Das können wir mal mit unserem normalen Deck versuchen und hoffen, dass unser Vero der schnellere ist. Ich meine, er hat halt auch keins richtigen, also er hat Bella dabei, ja. Die kann schon gut healen. Wer war der vierte? Bella? Ah, gut. Gucken wir erstmal. Schade, er stunt bei uns, wir stunnen bei ihm. Ich hoffe einfach. Die Runde geht nicht gut aus. Das schätze ich jetzt einfach mal. Hätte gern Barretta tot, bevor sie die Dots setzt. Das wird wahrscheinlich aber nicht gehen. Die kriegen auch gar keinen Dots. Oh. Das hier, wird eine schmerzhafte Runde. So, wer ist denn als nächstes dran? Hier muss ich healen. Das wäre so ein. Ich krieg sie auch nicht gestunt. Will gar nicht wissen, was die so für ein Resist da drauf haben.
Ja, die Runde hätte ich mir vielleicht doch noch sparen sollen. Schön, jetzt proggen sie auch alle noch bei ihm. Bei mir noch kein einziger geproggt. Auf allen außer Syros ist Gewalt. Aber wenn jetzt sein Barretta stirbt, sehr schön, 11.000. Jetzt gehen wir auf. Na komm, wir klatschen auf seine Bella. Ich denke jetzt, sein Vero hat nicht allzu viel HP. Aber, ja, okay, sie ist noch angeschlagen. Arnold ist jetzt dran. Na komm, dann gleichen wir an. Arnold hat eben dick Damage gemacht. Ich meine, ist halt auch noch der dumme Defense Break drauf. Ich hoffe, dass Bella jetzt stirbt. Tut sie nicht. Warum sind denn bei mir alle gestunt? Kein Proc, kein Stun, aber gut, sieht jetzt halbwegs gut aus, außer dass Vero tot ist. Könnte bei mir mal irgendeine. Okay, Chasun proc noch einmal, wäre schön. 20.000 HP. Das hier sieht doch jetzt noch halbwegs gut aus. Jetzt gehen wir erstmal gegen Vero. Sehr schön. Und das machen wir jetzt im Auto. Arnold alleine. Der war schön. Kriegen wir dann doch noch hin. Jo, das war's für heute. Mittlerweile bin ich bei, also ich denke, ich bin jetzt schon mal safe bei meiner Punktzahl 1440. Meine Defense ist ja auch ganz stabil. Ich verteidige so, wie ich angreife. Klappt ganz gut, sind halt alles durch den HP-Bonus, sind die zwei halt noch stärker, wie sie sind. Darum sage ich, jo, das war's, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.